Halbfinale im AOK-Landespokal der ersten Herren. Die VSG Altklinike empfängt Tennis Borussia Berlin. Wer löst das Ticket für den 25. Mai für den Finaltag der Amateure? Alle Landespokal-Endspiele dann live in der Konferenz in der ARD. Altklinike TB, ein Spiel mit vielen Geschichten. Dennis Kutrieb, 2015 bis 2017 Trainer und Spieler bei der VSG, jetzt Chefcoach bei Tennis Borussia. Und dann das Klassentreffen von Halb Union Berlin. Da wären Karim Benjamina bei TB und bei Altklinike Christopher Quiring. Co-Trainer Thorsten Matuschka links, dazu noch Chine Duide und Björn Bronemann. Alle spielten 2009 bis 2011 zusammen bei den Eisernen. Cheftrainer Andreas Zimmermann hat gut lachen und damit rein in die Partie. Sekunden erst gespielt. TB in Weiß von rechts nach links mit Torhüter Bjarne Rogal. Ja, was ist denn mit dem los? Da ist Förster, da ist Skoda, 1:0. Christian Skoda mit seinem zweiten Pokaltor, das Ganze nach rekordverdächtigen 25 Sekunden. TB-Kapitän Matt mit dem Aufmunterer für Rogal. Das Ding geht sowas von auf die Kappe des 29-Jährigen. Zu lange Übersetzung und dann spielt der Förster die Kugel genau in die Füße. Mit ein bisschen Glück landet der Ball direkt bei Skoda. TBs Antwort, Göwecke. Ein Diagonalball, wie an der Schnur gezogen zu Benjamina. Die Flanke ist gut und Tor. Rifat Gelici, 1:1, 6. Minute. Sie wollten Altklinike bewusst mit Flanken unter Druck setzen. Das hat funktioniert, auch dank des Blindflugs von Torhüter Dan Twacek. Altklinike könnte das erste Mal überhaupt ins Pokalfinale einziehen und sie machen Druck. Steinauer, Kopfablage für René Pöth. Der schoss die VSG mit seinen drei Treffern gegen Starken ja quasi allein in dieses Halbfinale. Andreas Zimmermann kam vor der Saison neu nach Altklinike. Zeitgleich beendete er seine aktive Laufbahn, Thorsten Matuschka. Die 27. Minute. TB über Schmunk. Immer wieder wird Benjamina gesucht. Der bleibt hängen an Kahler. Zweite Welle. Aydin. TB dreht das Spiel. Enes Aydin, vornehmlich fürs Tore verhindern zuständig. Jetzt macht der Innenverteidiger den weiten Weg mit nach vorn. Das erste Pokaltor für den Winterneuzugang vom Berliner AK. 6 Minuten noch bis zur Pause. Kurz ausgeführte Ecke der VSG. Christopher Quiring. Und wieder zappelt der Ball im Netz und wieder hat Bjarne Rogal seine Aktien am Gegentor. Benjamin Förster heißt der Nutznießer, trifft zum zweiten Mal im Pokal, aber was für ein schwarzer Tag für Rogal, bekommt den Ball nicht gegriffen, zweiter Blackout vom TB-Keeper. Und die Kollegen Zimmermann Matuschka nehmen so ein Geschenk dankend an. 2:2 zur Pause und man konnte es erahnen. Ertuğrul Aktaş machte sich warm. Der 19-Jährige ersetzt Rogal. In der Liga wechseln sie sich immer ab. Jetzt zieht Kutrieb zur Halbzeit die Reißleine. Noch nicht mal 5 Minuten rum in Durchgang 2 und Aktaş direkt im Mittelpunkt. Ja, was haben sie den Torhütern denn in den Tee gekippt? Scheinbar auch ein halber Liter zu viel Spucke in den Handschuhen. René Pütt setzt den Schuss dann über den Kasten. Wenig Torszenen in Durchgang 2. Göwecke mal für TB. Die Lila-Weißen sind ja Rekord-Landespokalsieger mit 16 Titeln. Altklinike stand zweimal im Halbfinale. 2011 scheiterte man an Stern 1900. 2017 an Viktoria. Benjamin Förster 9-mal schon getroffen in der Regionalliga Nordost. Es ist die letzte Chance. Es geht in die Verlängerung. 30 Minuten, jeder den Arsch aufreißt. Okay? Dennis Kutrieb peitscht die Seine nochmal an. Andreas Zimmermann lässt es ein wenig ruhiger angehen. 95. Minute, das ist Thiago Rockenbach. Einzig nennenswerte Chance in dieser ersten Hälfte der Verlängerung. Wir gehen gleich in den zweiten Durchgang, denn der hat es in sich. Chine Duide und Aydin mit der Hand, Fragezeichen. Altklinike in Mannschaftsstärke bei Schiri Tom Czarnie, der sagt kein Strafstoß. In Zeiten von fragwürdigen Handelfmetern ist das für mich eine klare Sache. Aydin vergrößert die Körperfläche und ist mit dem Arm am Ball. Hätte Elva geben müssen. 113. Minute, Freistoß Altklinike. Wieder mischt Aydin im Strafraum mit gegen Förster und jetzt gibt's Elfmeter. Quiring feiert den Pfiff
vom Schiri, der dieses Mal richtig liegt, eilt ihn zu ungestüm gegen Förster. Das Duell Akdas 19 Jahre gegen Förster 29 Jahre. Wahnsinn! Akdas hält den Elfer in der 116. Minute. Die Torhüter im Mittelpunkt dieses irren Halbfinals. Der war nicht schlecht geschossen, Akdas hält den nur richtig gut. Es bleibt beim 2:2 und jetzt kommt es auf die Keeper an. Dan Twarzik und Ertuğrul Akdas. Es kommt die Entscheidung vom Punkt. Und als Linikes erster Schütze heißt Benjamin Förster. Nicht zu fassen. Er verschießt zum zweiten Mal. Tino Schmunk für TB. Die Gäste im Vorteil. Viel besser kannst du einen Elfer nicht schießen. Stefan Bremer jetzt wieder für die VSG. Ausgleich, aber das war eine enge Kiste. Akdas riecht die Ecke. Ball rutscht ihm dann unglücklich unterm Körper durch. Faruk Sentürk gegen Twarzik. Und auch der VSG-Keeper hat Pech. 4:3 die erneute Führung für TB. Der dritte Schütze bei Atlinike heißt Patrick Kroll. 4:4 und eine besondere Geschichte. Kroll überwiegend in der zweiten Mannschaft unterwegs. Die hat er mit seinem 3:2 gegen Empor 2 bereits ins Pokalfinale geschossen. Thiago Rockenbach da Silva für TB. Mit seiner ganzen Erfahrung. Langsamer Anlauf, überlegt, eingeschoben. Keine Chance für Twarzik. Der Druck jetzt bei Skoda. Im Spiel getroffen. Kalt wie eine Hundeschnauze. In Lewandowski-Manier. Einmal abgestoppt und dann Akdas ausgeguckt. Was macht TB-Kapitän Nikolai Matt? Nerven wie Drahtseile. Wie zuvor Schmunk und Kroll. Jetzt auch Matt mit einem Bilderbuch-Elfmeter. Das heißt, Quiring muss jetzt schon treffen. Und das macht er. 6:6. Was für eine Dramatik. Denn jetzt muss Twarzik halten. Und er sieht sich Sefa Karaman gegenüber. Der Linksfuß. Karaman gegen Twarzik. Er macht's. Tennis Borussia. Der Oberligist wirft den Regionalligisten Altlinike aus dem Pokal. 7:6 nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten betrachtet ein wenig glücklich, aber ist denen jetzt wurscht. Riesenjubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Vor allem Thorsten Matuschka geht nach Abpfiff mit der eigenen Mannschaft hart ins Gericht. Wenn wir diese Fehler in dieser Häufigkeit machen, dann wird es schwer, mal Spiele zu gewinnen. Ja? Und da muss sich jetzt jeder mal, egal wie er heißt, mal in die eigene Nase fassen, ja? und sich mal hinterfragen, ob er immer online ist oder nicht. Oder ob er sagt, komm, ich guck mal, wie das Spiel hier wird. Ja? Und das ist das, was mich noch am meisten ankotzt, ja, bei der ganzen Sache. Und ja, dann brauchen wir sie nicht beschweren und dann muss man halt TB auch beglückwünschen, dass sie im Finale stehen. Ja? Und wir dann halt nicht. Ich dachte noch bei dem Elfmeter in der Verlängerung, Benny Förster schieße, der genug Erfahrung hat, auch mit Drucksituationen umgehen kann und auch schon bewiesen hat, dass er halt kann, dass er halt macht, ja, und er hat es nicht gemacht. Andersrum finde ich es wieder gut, dass er dann nochmal antritt, dann im Elfmeterschießen, aber dass er dann natürlich den zweiten dann noch drüber jagt, ist natürlich umso bitterer für uns. Ja. Elferkiller Akdas ist der gefeierte Held und mit 19 Jahren noch sehr bescheiden. Mein Trainer sagt immer, dass ich ein Garant bin bei den Elfmetern, aber ich fühle mich sicher bei den Elfmetern sozusagen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich den Jungen bringen muss. Wir hatten ohnehin darüber nachgedacht, wenn es Richtung Elfmeterschießen geht, dass wir ihn dann einwechseln würden, weil wir wissen, wie gut er auf der Linie ist und dass er Elfmeter parieren kann. Und dadurch natürlich jetzt dann das Wort auch zu ihm. Er hat es überragend gemacht. Er ist auch in eine schwierige Situation reingekommen. Alle Augen haben auf ihn geguckt, haben geguckt, was er nun hier veranstaltet und dass er dann in der 117. Minute mit seinen 19 Jahren das Ding da auch souverän rausholt. Der war ja gut geschossen. Da kann man natürlich nur den Hut ziehen. Egal ob auf dem Feld oder auf der Bank, das war richtig geil heute und dafür ein Lied. 10 Jahre ist es her, seitdem TB letztmals im Pokalfinale stand. Am 25. Mai ist es dann wieder soweit im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Auf der Homepage und Facebook-Seite des Berliner Fußballverbands wird es in Kürze Infos zum Ticketvorverkauf für dieses Finale geben. Da heißt der Gegner von TB dann Viktoria oder BFC Dynamo.
Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.